wir haben jetzt die Möglichkeit, zusammen mit dem Ricardo Sibilia, der vorher auch noch das Referat gehalten hat, und dann Max Klaus ein kleines ein Stand-up-Mini-Podium zu führen. Ich darf die Herren ein bisschen nach vorne bitten. Gut, zuerst haben wir das Referat von der Schweizer Armee gehört, wie wir sicherer werden, wie wir uns verteidigen können. Jetzt haben wir quasi die andere Seite des Extremums gehört, den Chaos Computer Club, aber eben dennoch auch von deiner Seite quasi, wie wir uns sicherer im Internet bewegen können. Und wir haben noch neu den Herrn Max Klaus, stellvertretender Leiter der Melanie, der Überwachungs- und der Melde- und Analysestelle. Ich möchte gerade Ihnen das Wort eigentlich übergeben, in dem Sinn zu fragen, Sie haben jetzt von diesem PEP gehört. Haben Sie schon mal früher davon gelesen oder was denken Sie dazu? Ja, guten Abend. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe noch nie etwas von PEP gehört. Man kann ja nicht alles wissen. Der Ansatz klingt sehr gut. Ich denke, das müsste man vertiefter anschauen. Aber wenn die W3C schon Interesse hat daran, dann ist das mit Sicherheit eine gute Geschichte, finde ich. Darf ich das Wort noch Ricardo Sibilia weitergeben? Mit derselben Frage. Das ist, also das Projekt habe ich auch das erste Mal ausführlich gehört. Also überhört ist schon geworden, aber in dem Sinn war ich dankbar, diese Ausführungen zu hören und mir ein Bild auch machen zu können, was die Idee ist mit diesem Projekt. Was mir ein bisschen ein Fragezeichen aufgeworfen hat, ist die Aussage, ja, dann vereinbaren die den bestmöglichen vorhandenen gemeinsamen Sicherheitsstandard. Bis zu dem Punkt war ich eigentlich sehr zufrieden mit den Ausführungen. Wir wissen aber, dass den bestmöglichen vereinbarten oder gemeinsamen Standard nicht unbedingt wirklich der bestmögliche ist, sondern möglicherweise auch eben einen, wo ein Problem haben kann. Dort sehe ich noch ein bisschen ein Handlungsbedarf, dass man wirklich auch nur die Standard verwenden kann, wo wirklich auch Hände und Füße haben. Voilà. Dazu kann ich gerne etwas sagen. Das Ganze funktioniert so, wir haben einen Farbcode, der jetzt übrigens auch mit Symbolen ergänzt wird, und zwar wegen farbenblinden Menschen. Eine Farbe bekommt man nur, wenn der vereinbarte Sicherheitsstandard so hoch ist, dass es keinen bekannten Angriff darauf gibt. Ansonsten bleibt es genauso farblos wie unverschlüsselt. Wir verschlüsseln dann trotzdem, weil unser Ziel ist nicht, die Strafverfolgung zu erschweren, das wäre ein sinnloses und kontraproduktives Ziel. Unser Ziel ist es, die Massenüberwachung, die stattfindet, endlich wieder teuer zu machen. Also gezielt ist das Ganze darauf, wenn möglichst viele Bürger und Unternehmen es verwenden, dann muss man sich, wenn man Strafverfolger ist, Mühe geben. Das ist ein Nachteil. Es hat aber den großen Vorteil, dass die Massenüberwachung vielleicht auch zu teuer wird. Und deshalb haben wir das Ganze so gelöst, dass wir in jedem Fall den bestmöglichsten erreichbaren Kryptostandard erreichen, dann aber dem Benutzer nur dann eine wie auch immer geartete Sicherheit versprechen, wenn wir es technisch auch nachweisen können. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Darf ich nur ganz kurz? Genau. Nur ganz kurz, das hört ein bisschen nach zivilem Ungehorsam, den ihr da leistet. Was sagt der Nachrichtendienst oder das VBS dazu? Oder stellvertretend? Ja. Also ich kann nicht für Abwesenden reden, das ist definitiv nicht der Fall. Also ich finde, es ist jetzt auch meine persönliche Meinung, ich denke, es hat durchaus berechtigten Anwendungen für Überwachung in dem Bereich. Und dass wir dürfen... Also es gibt sehr viele Übeltäter, die tatsächlich jeden Tag das Internet brauchen für Dinge, die unsere Wertevorstellungen definitiv
durchqueren. Also das. Und ich finde, es ist eine Aufgabe des Staates, dass man in der Lage ist, auch entsprechend diesen Leuten das Handwerk zu legen. Sei es diejenigen, wo irgendwelchen gefährlichen Materialien potenziellen Bomben oder Nuklearmaterialien zum Beispiel verkaufen wollen, bis hin zu diejenigen, wo Menschenhandel auf die andere Seite betreiben. Also da müssen wir wirklich auch in der Lage sein, dort zu agieren. Und wir müssen das so tun, dass es nicht alle anderen, die nichts zu verbergen haben und nicht dass diese auch nicht einen Schaden haben. Ich muss auch allerdings sagen, ich gehe davon aus, dass unserem Staat, also ich kann nicht für jeden Staat auf der Welt reden, aber unserem Staat hat eine vertrauenswürdige Stellung bei der Bevölkerung, bei der Mehrheit der Bevölkerung. Ich glaube, meiner Ansicht nach funktionieren die Mechanismen, die dafür sorgen, dass es kein Überborden im Abhören stattfindet und so weiter. Solange das der Fall ist, denke ich, findet man auch Lösungen. Aber heute haben wir Mängel in dem Bereich. Und meine persönliche Meinung, nicht die Meinung der Armee, und die Meinung der Armee ist wahrscheinlich nicht anders. Aber ich bin der Auffassung, dass der jetzt aufkommende Nachrichtendienstgesetz für den Schweizer Staat ein wesentliches Element sein wird für diesen Aspekt. Die Schweizer Behörden kamen in meiner Rede nicht vor. Wir sehen möglicherweise die Vertrauenswürdigkeit ähnlich. Das ist nicht unser Ziel, das ist auch nicht unser Thema. Wir haben aber ein ganz wichtiges Thema, und das, mit dieser Idee möchte ich auch Sie als Fachmann hier in der Schweiz bekannt machen, falls Sie noch nicht kennen oder daran erinnern, falls sie Ihnen schon vorliegt. Es ist faktisch unmöglich, dass man als staatliche Behörde auf der einen Seite Zero-Day-Exploits, wie wir sagen, das bedeutet Sicherheitslücken, ja sogar, das machen ja viele Staaten, erfreulicherweise habe ich es von der Schweiz noch nicht gehört, auf dem Schwarzmarkt kauft und somit auch noch den Schwarzmarkt finanziert mit Steuermitteln. Dass man also solche Lücken nutzt, um durchaus mit hehren Motiven, wie beispielsweise der Strafverfolgung, dann in Computersysteme von Bürgern und Unternehmen einzubrechen. Und auf der anderen Seite ja eigentlich die Aufgabe hat, genau diese Bürger und Unternehmen, nämlich die eigenen, zu schützen. Man kann leider, es wäre schön, ich hätte Ihnen eine bessere Nachricht, dann wären wir wahrscheinlich beide glücklicher, schätze ich. Man kann leider entweder das eine oder das andere tun. Man kann, wenn einem solche Lücken bekannt werden, die sofort veröffentlichen, damit sich alle schützen können, damit die ganzen Open-Source-Projekte sofort nachziehen können, damit die ganzen Unternehmen, die sich in der Dienstleistung und als Hersteller damit befassen, sofort agieren können. Oder aber man kann sie geheim halten, um sie selber für Staatstrojaner und Angriffe zu nutzen. Es geht nur das eine oder das andere. Man kann also seine Unternehmen und Bürger entweder schützen oder gefährden, aber im Gegenzug gute Möglichkeiten haben, selber zu überwachen, auch mit hehren und vernünftigen Zielen, die ich durchaus teile. Leider geht nur eins von beiden. Und da möchte ich Sie darauf hinweisen, weil ich mir mit großer Freude weiß, dass die Schweizer Armee eine reine Verteidigungsarmee ist, im Gegensatz zu anderen Armeen auf dem Planeten hier, die leider überhaupt nicht nur sich in der Verteidigung, wie das richtig ist, betätigen. Das wissen wir alle. Und dann möchte ich Sie bitten, darüber nachzudenken, welchen von beiden Wegen Sie gehen wollen. Und da bitte ich jetzt natürlich vor allem die anwesende Politik, weil ich ja weiß, dass Sie als Militär Aufgaben erfüllen und solche Entscheidungen üblicherweise nicht treffen, darüber nachzudenken, welchen von beiden Wegen Sie als Politik gehen wollen. Denn technisch geht leider, so schön es auch anders wäre, nur einer von beiden. Danke, Sie haben den Kopf bejahend geschüttelt, oder wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich sehe das genauso wie mein Kollege aus Deutschland. Ich finde, wie gesagt, es gibt nur einen Weg, und ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass mir nichts bekannt wäre, dass die Schweiz einen Bundestrojaner einsetzt.
im Vergleich zu anderen ausländischen Staaten. Und es wäre meiner Ansicht nach auch den falschen Weg. Ich weiß, es gibt eine Firma in Bern, oder es gab sie besser gesagt, die steht kurz vor dem Konkurs, weil sie solche Schadsoftware oder eben solche Software in gewisse Staaten weiterverkauft hat. Ist meiner Meinung nach komplett der falsche Weg. Okay, vielen Dank. Ich hätte da noch ganz viele Fragen, möchte aber dennoch mal dem Publikum die Möglichkeit geben. Gibt es Fragen oder Statements aus den Teilnehmenden zu den verschiedenen Themen, die wir da gehört haben? Ja. Nur eine Frage an die Vertreter des Bundes, damit Sie Bombenleger, Mädchenhändler und solche Unmenschen dingfest machen könnten im Internet. Wie viel Prozent der Internetmeldungen müssen Sie auswerten, damit Sie sicher sind? Können Sie das, indem Sie nur 1% oder müssen Sie dann alles automatisch lesen, damit Sie wissen, ob es da einen gibt? Was mir angeht, fragen Sie den Falschen, ist nicht meine Aufgabe. Aber ich denke auch nicht, aber ich lasse Ihnen das bestätigen. Nein, Melanie macht das auch nicht. Das wäre definitiv eine Angelegenheit für die Bundesanwaltschaft, Bundeskriminalpolizei. Wir schützen die kritischen Infrastrukturen in der Schweiz und insofern kann ich diese Frage, so leid es mir tut, leider nicht beantworten. Okay, dann laden wir das nächste Mal noch ein paar Leute mehr ein. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Vielleicht eine eher technisch, vielleicht sogar ökonomische Frage an Volker Birk. Bis jetzt, denke ich, sind die meisten Verschlüsselungsmechanismen sind am Huhn-Ei-Problem gescheitert. Ich denke, der Ansatz, den ihr habt, dass ihr versucht, gerade die Großen reinzuholen, also Outlook etc., die ganz großen Mail-Clients, ich habe auch meinen K9 darauf gefunden, habe mich gefreut, dass ihr, das ist nicht ein großer, sondern ein kleiner, aber immerhin funktioniert es dann auch damit. Dieser Ansatz ist gut, oder? Aber ich frage mich, wie bekommt ihr denn die Leute jetzt dazu, das entsprechende Plugin zu installieren auf diesem Ding? Ich meine, wie gesagt, es gibt heute Mailsoftware, die verschlüsseln kann. Natürlich, man hat das Problem, dass immer das Gegenüber das auch können muss. Aber wie bekommt ihr die Leute dazu, das dann auch zu tun? Also, das erfordert zwei Antworten. Also ein Zero-Day ist es nicht. Nein. Wäre eine Möglichkeit, aber wir haben sie ehrlich gesagt noch gar nicht erwägt. Muss man drüber nachdenken. Aber falls wir sie implementieren, darf ich sagen, dass es die Idee der Schweizer Armee war. Okay. Nein, ernsthaft. Darauf gibt es zwei Antworten. Weil es zwei Antworten geben muss, weil wir zwei doch sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Das eine sind die Unternehmen, das zweite sind die Bürger selbst. Für die Unternehmen ist es momentan so, wir haben einen geradezu unglaublich guten Rücklauf und die Unternehmen sind, mit denen wir gesprochen haben, also ich mache mal ein Beispiel, wir haben zwei Fortune 100 Unternehmen, wir haben zwei weitere Fortune 500 Unternehmen, mit denen wir gerade Piloten durchführen. Und um zu den Piloten zu kommen, mussten wir vier Unternehmen fragen. Von den vieren haben vier gleich spontan Ja gesagt. Also die Unternehmen sind sich durchaus dessen bewusst, dass sie der Industriespionage ausgesetzt sind und waren auch alle gerade dabei, mit denen wir gesprochen haben, zumindest jetzt auch nicht nur die vier, waren gerade dabei zu evaluieren, Produkte zu evaluieren, Dinge zu tun, Schritte zu unternehmen und sind auch dabei relativ hilflos gescheitert, das muss ich dazu sagen. Und zwar genau an solchen Dingen, dass, wenn man Kryptosoftware einsetzen muss, ist sie entweder einfach, aber dann muss der andere genau die gleiche Software haben. Und das ist nicht der Fall bei Kunden und Lieferanten. Oder aber im Gegenzug, das ist eine allgemeine Software, wie zum Beispiel ein PGP-Plugin für Outlook. Aber das ist so kompliziert, das führt nicht zum Erfolg. Das kann man den Mitarbeitern nicht zumuten. Ich kann auch hier, ich sage nicht, wer es ist. Es ist auch Group CIO eines großen Unternehmens, dem ich der Höflichkeit halber versucht habe zu sagen, dass es ja auch schwierig ist, kompetente Techniker zu finden, die eine PKI, also eine Krypto-Infrastruktur hochziehen können und dann betreiben fürs Unternehmen. Er meinte darauf, meine können es nicht.
So sieht es momentan aus. Das heißt, für ein Unternehmen haben wir überwältigenden Rücklauf. Da kann ich die Frage noch gar nicht beantworten, mit denen wir die gewinnen sollen. Weil momentan gewinnen sie uns. Bei den Bürgern ist das anders. Bei den Bürgern ist es so, dass es inzwischen, das kann ich jetzt sagen, aus Erfahrung, wir haben jetzt 10 Jahre lang die Freiheit statt Angst Demonstration in Berlin gemacht. Und 9 Jahre lang davon mussten wir den Leuten erklären, weshalb das Thema relevant ist, auch für sie persönlich. Und das erste Mal dieses Jahr habe ich kein einziges Mal von niemandem, mit dem ich gesprochen habe, und ich gehe da immer auf die Leute zu, deshalb ist man ja auf einer Demonstration, versuche mit den Leuten zu sprechen, ich habe nicht einmal mehr den Satz gehört, ich habe doch nichts zu verbergen. Der war weg. Also ich sage mal, das politische Bewusstsein ist jetzt da. Jetzt ist die Frage, was können wir den Leuten bieten, um umzusteigen? Erstens mal, sie müssen verlieren ihre Freunde nicht, aber das ist ja bis jetzt nur nicht negativ, aber es ist auch noch nicht positiv. Also sie verlieren den Kontakt zu ihren Freunden nicht, weil sie ja weiterhin mit Facebook, mit Twitter, mit WhatsApp und so weiter in Verbindung bleiben. Deshalb ist nichts Negatives, das können wir positiv bieten. Positiv können wir Dinge bieten, wie beispielsweise die Synchronisation. Sie müssen sich das so vorstellen. Das geht wirklich, ich kann das auch technisch erklären, aber das ist vielleicht der falsche Anlass dazu oder vielleicht in der Pause, wenn es interessiert. Es ist tatsächlich so, dass wenn Sie Ihr NATEL verlieren oder es geht kaputt, Sie holen sich ein neues, dann stellen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und dann bekommen Sie automatisch nur dadurch, dass Sie die E-Mail-Adresse eingestellt haben, den Vorschlag, dieses Gerät ist Mitglied in einer Gerätegruppe, möchten Sie es mit den anderen Geräten synchron halten? Wenn Sie Ja tippen, dann ist das Ganze synchron, wenn Sie jetzt noch diese Safe Words vergleichen zur Sicherheit, ob die Gerätegruppe keinen Angriff darstellt, sondern echt ist. Und dann sind in Outlook auf dem iPhone unter Android und auf Ihrem Windows-Laptop und auf Ihrem Linux-Rechner oder was auch immer Sie haben, Kontakte, Schlüssel, Kalendereinträge und die Verwaltung des Vertrauens, nämlich bei wem habe ich schon grün gedrückt und wen habe ich noch nicht grün gemacht. Das ist dann alles schon dadurch synchronisiert. Und das ist eine Funktion, die es in der Cloud noch gar nicht gibt. Es gibt nämlich momentan, wenn Sie die Cloud-Dienste benutzen, funktioniert das super, wenn Sie alles von Google haben. Und das funktioniert tadellos, wenn Sie alles von Apple haben. Aber die allermeisten Menschen, die ich kenne, die haben von ganz vielen unterschiedlichen Anbietern, also der Klassiker, ich habe das iPhone, ich habe ein Tablet von Samsung, ich nenne jetzt irgendwelche Namen, da können Sie jeden anderen einsetzen, da ist Android drauf, und in der Firma habe ich Outlook. Das ist ein Klassiker, das ist nichts Seltenes. Und dafür gibt es tatsächlich noch keine Lösung und wir liefern gleich eine mit, hoffen, dass sich das herumspricht und liefern dem Bürger quasi die Sicherheit als Add-on. Also wir haben das umgedreht, weil wir denken, dass wir sonst die ganzen Leute gar nicht erreichen können. Und deshalb muss es auch so sein, dass die negativen Dinge weg sind und wir positive Extras haben. Und deshalb denke ich schon, dass das funktionieren müsste. Also das ist die Antwort. Die war jetzt ein bisschen lang. Verzeihung. Genau. Aber ich denke, weil es ja Open Source ist, darf man so ein tolles Produkt auch ein bisschen pitchen. Gibt es noch eine letzte Frage? Sonst eben, wie gesagt, ihr seid noch ein bisschen da fürs Dessert. Wir standardisieren auch diese Protokolle und die darf auch jeder Hersteller jetzt implementieren. Das ist das, worüber wir mit den Herstellern reden. Okay. Hannes Gassert, eine letzte kurze Frage mit einer kurzen Antwort. Ja, für die kurze Antwort kann ich da nichts, oder? Also ich finde ja diese Bottom-up-Empowerment-Geschichten ja super. Und was ja spannend daran ist, wenn dann noch Top-Down, also jemand mit ganz, ganz vielen Usern dazukommt. Und letzte Woche hatten wir ja da interessante Neuigkeiten. Open Whisper Systems mit Leuten aus der Schweiz, Ständen von Uni Zürich und von der EPFL, Open Source Projekt, das von WhatsApp eingebaut wurde. WhatsApp, 100 Millionen Nutzer, die jetzt verschlüsselt kommunizieren können. Klingt eigentlich noch ganz gut, oder? Fragezeichen? Also, und jetzt nochmal ein Versuch, ganz kurze Antwort. Ich habe einen NZZ-Artikel darüber veröffentlicht. Das war die kurze Antwort. Etwas länger, was steht drin? Kürzlich habe ich einen Gastbeitrag veröffentlichen können in der Neuen Zürcher Zeitung, genau zu dieser Frage. Erstens mal, dass WhatsApp über solche Dinge nachdenkt, ist längstens überfällig und sehr zu begrüßen. Zweitens, leider löst es das Problem überhaupt nicht. Warum nicht? WhatsApp ist
erstens mal keine Open-Source-Software. Das heißt, was die tatsächlich einbauen und was nicht, unterliegt auch weiter der Geheimhaltung. Ich hoffe, WhatsApp rückt von dieser Position ab, dann würden wir das sehr begrüßen. Zum Zweiten, WhatsApp ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, somit unterliegt WhatsApp der Kooperationspflicht laut Section 215 US Patriot Act. Das bedeutet, wenn WhatsApp den Bescheid bekommt von der entsprechenden Stelle, Homeland of Security, dann muss WhatsApp in der Überwachung kooperieren, ob sie wollen oder nicht. Das ist sogar noch schlimmer. Sie dürfen darüber nicht sprechen und noch schlimmer, das Gericht, bei dem Sie Klage dagegen erheben können, ist ein Geheimgericht und die Urteile waren auch nicht veröffentlicht. Okay, also mit dieser schlechten Nachricht werden wir leider das Podium schließen müssen. Ich nehme an, ihr seid erreichbar per E-Mail mit oder ohne Verschlüsselung und möchte mich ganz herzlich bedanken bei diesen spannenden Diskussionen, auch bei Ihnen für die Inputs, für die Fragen. Und übergebe nun noch für das Schlusswort Edith Graf-Litscher das Mikrofon.